Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Warte mal, hier soll man gar nicht hin. Ey, stopp, stopp, stopp. Choco, Kumpel. Sollen wir da hoch? Ja. Yay! Oh Gott. Okay, wir können einfach theoretisch hier diese Schnellreise hinternehmen, aber nimm mir erst noch den Turm mit. Weil die Schnellreise bringt es nämlich. Ja, weil ganz am Anfang war ja so ein Schokobo-Dings. Wenn hier oben sich der Schalter ist. Der ist ganz unten. Yep. Oh mein Gott. Genau hier, das meinte ich. Was muss man jetzt eigentlich machen? Einfach nur rumfliegen. Ah, nee, ah, die Tochter einsammeln. You always seem to find me, no matter where I go. Aha! Let me guess. You're Shani? We were talking with your mom earlier. She said you weren't using the training facility she built. Figured if you're not up for it, then we could give Apony her exercise. No, don't. We'll bring her back. All right, it's settled. And Chocobo Whisperer Yuffie gets first dibs. Bei Haupt der Chocobo setzt ein Flugchocobo seine Fertigkeit des Leitflugs ein und möglichst viele Ringe auf der Rennstrecke, also möglichst viele Ringe. Okay. Warum zieht er? Nutze den Strömungsgenerator und steige bitte schnell auf und ab, sodass auch die Ringe bei dir mehr Punkte bringen erreichen kannst. Was? Da, 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 da.
Ich hätte in diese Winddinger da steigen müssen, ne? Alter, bin ich so hoch. Oh, scheiße. Hör auf, in die falsche Richtung gedrückt. Ja, das sollte es eigentlich abschließen. You know, if I were racing at the Gold Saucer, I'd bet on me. Don't let it go to your head. I could do what you just did in my sleep. Before you start talking big, you gotta at least finish the other regiments first. Gonna move the goalposts, huh? Fine, I'll take whatever you throw at me. Wo ist der? Wie sind es denn? Drei wahrscheinlich, oder? Das sieht mir nach mehr aus. Ach, Cloud, davon lässt du dich jetzt abhalten, oder? Interessant, wie kommen wir da jetzt runter? Und warum ist das gesperrt? Ach, egal, nehme ich einfach diesen Scheißpunkt. Ich lass dich hier draußen liegen. Boah, ey. Nein, ich möchte keine Jagd machen. Lass mich einfach vorbei. Was? Wie komme ich da denn hin? Ach komm, was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Wieso komme ich da denn jetzt nicht hin? Zu diesem Fleck. Diesem Stück Scheiße hier unten. Hallo? Oh.
Willst du mich ja verarschen? Das war's, oder wie? Oh, Mann, ey. Wie komme ich denn zu dieser Scheiße hin? Alter. Sogar das haben sie falsch übersetzt. Sogar das Übersetzungsteam ist halt Legende. We could tell what each other was thinking, and we never had a crash. During my last race, I hit another chocobo and fell. As soon as I hit the dirt, I looked up and saw the feet, the claws coming right at me. Every time I close my eyes, I see them again. I'd like to be alone, okay? So that's how it's gonna be. Fine. I'll give poor Apony the exercise she needs. Nein! Falsche Richtung. Ich denke immer, die Steuerung ist inventiert. Hallo! Ich hab's doch erwischt! Ja, wow. Ja, Mann, das hat aber voll viel gebracht jetzt. Das war mal richtig scheiße. This is great. Nein. It really isn't. Ich scheiß auf die unteren. Hallo, verpiss dich. What the? Ja, genau! Okay, ich hab nicht mal was gedrückt. Hallo, ich drück nichts! Hör auf! Ich hab nichts gedrückt! Ich hab nichts gedrückt, der macht einfach einen Sturzflug. Ach, leck mich am Arsch, das ist voll kacke. Man muss es vor allem nochmal zweimal machen. Diese Kack-Sturzflug-Scheiße, Mann. Boah, ey. Weißt du, ich drück nichts, auf einmal macht er einfach einen Sturzflug. Oh, der dritte Parcours wird ein Spaß.
Sturzflug ist so eine Scheiße! Du kommst damit nicht mehr mal hoch genug, um da das Ding zu erreichen. Warum soll man da einfach alles risken und da runter gehen? Das macht ja gar keinen Sinn, da bekommst du nicht genug Punkte. Ah, das ist bescheuert. Ich mach das jetzt nicht mehr, diesen scheiß Sturzflug. Nice. Komm. Nein, diese scheiß Maschine. Ah ja! Ich reiß nicht. Ich habe nicht mal genug Punkte. Obwohl. Ja, komm mal, Junge! Weil fliegt der Scheiß denn weg? Nein! Hallo! Du Wichs! Du scheiß Drecks-Chocobo-Dings! Mann, Alter, warum ist der da weggeflogen? Ach, ficken! Warum ist der scheiß Chocobo da weggeflogen? Ach, so eine Dreckscheiße. Weißt du, da war das Ziel. Und da waren sogar noch 500 Punkte. Die hätten mir gefehlt. Und er ist einfach einfach straight nach rechts geflogen. Boah, dieses Fliegen nervt. Das macht mir nicht mal Spaß whatsoever. Du kannst nicht mal irgendwas Cooles hier machen. Wenn du Sturzflug machst, hast du eigentlich schon fast verkackt. Guck, ich habe mich jetzt schon gebumst. Guck mal, ich habe einmal kurz Sturzflug eingesetzt. Ich habe mich gerade gebumst schon. Was? Wofür soll ich da den Sturzflug einsetzen? Ich verstehe es nicht. Nein, nicht zurück. Mann, halt die Schnauze! Wieder so eine richtig geile Sidequest einfach, wo richtig Spaß macht. Alter, bleib doch da! Wo ich diese scheiß bewegen, dann sind so nervig. Vor allem die 500er ganz am Ende, wo einfach ganz an andere Ende der Welt einfach gehen. Ja, die Punkte da unten sehen halt echt schmackhaft. Ficken. Die Punkte da unten sehen halt echt schmackhaft aus. Aber du, wenn du die holst, bist du halt eigentlich schon fast am Arsch. Okay, den kann ich mir, glaube ich, noch holen. Ja, das geht klar. Jetzt kein Sturzflug. Das sehe ich nicht. Ja, genau. Ah ja. Wieder der Scheiß. Och, endlich. Chocobo to do what you want.
You should have established a bond with Apony before heading out. You've got to be on the same page when you're running a course. Be completely in sync. You don't say. Then why don't you, a real jockey, show us how it's done? I can't believe you people. I'm going home. Oh, crap. That certainly backfired. Yeah, yeah. Don't need to rub it in. Come on, let's catch up with her. Aber ist kein Training mehr, oder was? Ah, doch. Ah, auf zum dritten Parcours. Ah, stimmt, da war doch gerade ein Parcours noch bei ihrem Zuhause da. Hallo. Wie viele Parcours sind das? Ja, okay, das ist der letzte. Ist er das? Nein. Jetzt kann man hier mit dem Chocobo nicht rein. Apony, what are you doing? Why are you still following me? You know I can't ride you anymore. Oh, halt die Fresse. Apony. I'm sorry, but I can't. I just can't. Says who? You just watch. I'm gonna prove to you that there's no other bird that can fly like Apony. I will. Und dann in 30 Versuchen siehst du, dass es... Oh, Alter, 4800. Oh, super. Giddy up, girl. Ey, warte, ich hab scheiße angefangen. Ja, hallo, flieg halt mal ein bisschen schneller, du fettes Drecksviech. Nein, hallo, das heißt nicht runterfliegen, ich will nur gucken, ob da unten. Oh, okay, doch, jetzt hat es sich gelohnt. Nein, hallo. Jetzt nicht! Warum? Warum soll man das machen, wenn es einen nichts bringt? Ja, du kannst ja deinen Sturzflug machen, aber wenn du das machst, dann bist du halt am Arsch. Klappt nicht. Weil er zu langsam fliegt. Naja. Ich meine, einen will ich holen. Oh, Junge. Was hat er jetzt einen Sturzflug gemacht? Ja, Bro. Wieso fliegst du so besoffen? Ja, Mann, nice, nice, danke. Komm, komm, flieg, 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 flieg! Arschloch. Wichser. Okay, einmal fliege ich da runter, aber beim zweiten Mal dann nicht mehr.
Flieg! Bist du fett? Bist du fett oder so? Nein. Jetzt. Hallo, komm doch her! Mann! Neu anfangen. Man muss da ja einen Sturzflug machen. Und schafft man es ja nicht mal. Den ersten kriege ich ja auch hin, aber dann beim zweiten Mal ist irgendwie keine Ahnung, warum das nicht klappt dann. Ja, Bro, weißt du, wie soll ich da auf ein Ding kommen? Wie soll ich da... Weißt du, wie soll ich das machen? Wie soll ich dort irgendwie hochkommen, wenn man da kaum nach unten fliegen kann? Das geht ja nicht mal. Das ist totaler Bullshit, diese Quest. Flieg. Oh, du fetter Chocobo, Alter. Du fetter Drecks-Chocobo. It isn't. Es ist totaler Scheißdreck. Boah, du brauchst nämlich richtig Speed, um dann hier irgendwie richtig weit nach oben zu kommen dann wieder. Jetzt. Jetzt hat's nicht mal geklappt. Ja, was soll jetzt der Scheiß? Komm, flieg, flieg. Na egal, weißt du, was hat funktioniert? On your mind, just say it. The day I fell, I got overconfident, figured I had the race in the bag. I started thinking about all the ways I was gonna spend the prize money. I wasn't focused, but when I was rounding the final corner, Apony and I, we got out of sync. Before I knew it, I was in the dirt. Apony jumped in front to try and protect me. And because of that, she got herself hurt. So I just can't get back in the saddle. I can't. What if I hurt her again? I'd never forgive myself.
You're up, Mr. Merc. Put those chocobo interpreting skills to work. Huh? It was a terrible accident. But we've learned from that experience and can grow as chocobo and rider and strive to not repeat past mistakes. Once we've healed, Shani, let's race together again. You got that? Apony. Racing shape. Until then, mind looking after her for me? You serious? Well, yeah. She still needs exercise, and I won't be able to take her out for a while. I'd feel better knowing she's in the hands of a rider I can trust. I'm sorry for making you worry, Mom. I promise I won't give up. Not again. That's all I wanted to hear. Be warned, when I'm healed up, you're going down. Bring it on! So, dann können wir auf jeden Fall im nächsten Part nach Cosmo Canyon gehen. Würde ich sagen, sehen wir uns dann und bis dann, ciao!